Hier müsste ich dann rein, wa? Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht. Ah ja. Also werde ich kommen und spreche direkt. Ich hier. Nein, ich krieg dich hin. Wie soll ich den da weglocken? Bist du nicht vorbei, Mann? Kennst du die Geschichten über Metro 2 und die unsichtbaren Beobachter? Ich lach mich tot. Nein. Du hast aber von Ragnarök gehört, der letzten Schlacht der Götter. Ich lach mich tot. Metro 2 ist der Ort, an dem das Sowjetpanzer. Muss ich nicht hier rein? Wenn die Mächte des Bösen siegen. Der Legende nach liegt Metro 2 unter dieser hier versteckt. Unsere ist die Metro für die Schafe und Metro 2 ist für die Schäfer und da muss ich rein, wo der ist. Früher haben die Schäfer von dort aus die Herde gehütet. Aber später ließ ihre Kraft nach und ihre Schafe zerstreuten sich in viele Richtungen. Ein einziges Tor verband diese zwei Welten. Und zwar an einer Stelle, an der die Karte nun durch eine rote Narbe 2 geteilt ist. Aber irgendwas geschah und das Tor zu Metro 2 wurde für immer geschlossen. Jene, die hier leben, vergaßen Metro 2 mit der Zeit. Und es wurde ein Mythos draus. Und ah, so macht man das. Oh Gott! Okay. Da sollte ich wohl drüber springen. Hab ich voll die Nägel in den Bauch gekriegt. Jetzt kommt hoffentlich kein Monster hier. Ich nehme mal wieder meine schöne AK. Mal alles wieder schön aufladen. Ist alles aufgefüllt. Was, die Fässer schlagen Funken, wenn ich...
Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm und ruh dich aus. Huch. Wir werden die Polis bald erreichen. Oh. Wie viele Anläufe habe ich jetzt gebraucht? 5 oder was? Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Furcht. Wir sind schwach. Wir werden sterben. Schrecken. Das ist das Ende. Komme ich ja nicht durch, oder? Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Einziger Ausgang. Was sollen wir jetzt tun? Ist ein bisschen dunkel hier drin. Und ich habe kein Licht. Ach so. War bloß eine Vision. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft. Aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Jetzt sind wir in Polis. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Oma, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist. Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann haben wir doch schon hinter uns gelassen. Alter, sind das viele hier. Krass, Kanone auf dem Zug, oder? Das ist eine richtige Festung hier. Wahnsinn. Geil, wie eine Stadt. Da oben sind sogar welche. Das ist cool. So, Endstation, aussteigen. Achso, der steckt von alleine aus. Papiere, oder? Hab ich Papiere? Willkommen in der Polis, Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück.
Was, Computer haben die auch? Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, hm? Idiot. Hallo. Was ist mit euch, Knackis? Was habt ihr gemacht? Ein Einzelstück. Sowas finden Sie nicht nochmal. Verstandsfähiger. Da stimmt was nicht. Was passiert hier? Ja. Der beste Angebote, Rabatte, beste Waffen von... Werfen Sie Ihren Kalasch Schrott weg. Der ist für 2012. Babys. Also Ihre Waffe ist bestimmt besser. Aber wenn Sie unbedingt wollen... Artyom, ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Dann nehmen wir noch eine, ne? Abgemacht. Nehmen Sie sich ein paar. Medipack. Das Zeug fällt Ihnen alles aus den Taschen. Kann ich damit können nehmen. Sie sich sogar Wurfen rasieren. Dieses Ding ist fünfmal besser. Abgemacht. Boah, sieht die geil aus. Mhm, wie Sie wollen. Verkauf und Ankauf. So, verkaufen wir mal unsere Sachen. Was ist das hier? Die Shootgun-Munition. Revolver 136. Brauche ich da so viel? Nee, ne? Wie viel habe ich denn davon? 94, das reicht. Na komm. Davon. Guter Deal. Du hattest die Uniform. Was mehr sehe ich nicht von der Station? Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Boah, ist das hell. Jetzt 4 Stunden Sitzung. Unglaublich, Artyom. Ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr
kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Ein Rudel Raketen? Eieiei. Wo ist denn die Bibliothek geradeaus? Nee. Ich glaube, ich mache erstmal eine Pause hier. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Jetzt kämpfen wir uns mal hier durch. Was war das? Ich war noch nicht mal nachgeladen, oder was? Wo komm ich denn da runter? Was war das denn? Da hat mich so ein Drachen erwischt. Okay, gut zu wissen. Ah, nein! Wo ist der Arsch? Super. Oh, hier geht's rein.
Nanu? Aua. Gott, Junge. Da ist ja gar nichts drin. Wie hat er mich genannt? Endlich, Artyom. Du bist hier. Das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptlesehalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir. Bibliothek ergriff mich Ehrfurcht. Sie war wie ein Märchenschloss. Und wie in den alten Geschichten wurden die Schätze von Monstern bewacht. Aha. Danilo, pass außen auf. Wir gehen mit Artyom rein. Gut. Scheint ruhig zu sein. Leute! Das ist ein Schwarm Vögel! Ich komme! Verdammt!
die Tür oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Wir können sie nicht lange abhalten. Worauf sind sie aus? Auf einen Snack. Und zwar uns. Kann ich die Maske jetzt abnehmen? Super. Da muss ich aber lang. Oh Gott, was sind das denn für Viecher? Ah! Muss ich hier lang? Anscheinend. Schaffe ich wohl nicht, die zu springen. Komm ich denn da durch? Soll ich denn da durchkommen? So. Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Nur ein Scherz. Aber wenn ich nah dran bin, sind die Einschusslöcher weg. Etwas länger und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Artyom. Warum hat denn der das überlebt, der Mistkerl? Hat jemand gefurzt?